Ja, sorry. Okay, ja, dann gehen wir die Forschung auch durch. Ja. Also, mir hat besonders gut gefallen, dass ihr so ein detailliertes Modell habt, was auch wirklich funktioniert. Ja, genau. Das wird auch sein. So wäre wirklich sehr ausgefüllt und habt ja auch schön gezeigt, dass ihr alle mit diesem Modell umgehen könnt. Und auch, dass ihr diese, diesen kreativen Einstieg hattet für den Theaterstück. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Zum Roboter-Design. Ich fand es cool, dass ihr so viel darüber erzählen konntet. Und es ist ja auch total gut, wenn ihr wisst, was funktioniert aus letztem Jahr. Also nehmen wir das jetzt wieder mit und bauen darauf auf. Das ist ja eigentlich, wenn man weiß, was funktioniert, kann man darauf aufbauen. Das fand ich cool, dass ihr dann halt auch gesagt habt, ja, das ist aus letztem Jahr, einfach ehrlich und super. Und ja, was mir so ein bisschen fehlte, das ist aber auch nicht so schlimm, ich hätte gern gewusst, so ein Modul, so, dass ihr sagen könntet, da war ein Fehler und deswegen haben wir das da angebaut und dann hat das da irgendwie gestört. Also so der Prozess, wie so ein Modul dann am Ende steht und warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Es kann aber auch sein, dass ihr mal eins gebaut habt und das direkt funktioniert hat. Also ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten vorher auch noch so eine Art Aufzug gebaut. Den konnten wir aber nicht ganz umsetzen und den haben wir dann einfach gelassen. Darum finde ich zu schwer so zu. Da bin ich dran, zweifelig. Ja. Das hätte ich so Geschichten immer cool zu hören. Auch die Geschichten, wo ihr sagt, da haben wir gescheitert und aus den Gründen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr nächstes Mal bestimmt nochmal dabei seid, wo ich auch Sachen erzählen, die komplett in die Hose gegangen sind. Das ist für mich natürlich auch interessant. Ja. Keine Minuspunkte, wenn ihr so ehrlich seid. Also ja, ihr seid ein tolles Team, bleibt so, kann ich nur sagen. Ich fand es schön, wie ihr die Vorstellung gemacht habt, dass ihr euch was Wichtiges überlegt habt und die anderen quasi mit so Details vorgestellt habt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß, bei großen Teams ist es auch, aber ihr seid wirklich, kommt cool rüber, kann ich nur sagen. Und, ja. Wir waren sogar noch größer vorher gewesen, aber wir sind dann irgendwann dann einfach aufgehört. Wir wissen nicht warum. Aber ihr seid die durchgezogen. Ja, jetzt haben wir es auf die wenigen, was heißt wenige Personen, es sind immer noch viele, beschränkt. Ja. Ich denke, das passt so mit der Anzahl. Ja. Okay, dann danke nochmal, dass wir in eure Arbeit reinschauen durften. Es hat uns gut gefallen. Ja. Und dann wünsche ich noch viel Spaß und viel Glück und Erfolg noch beim Game. Ich weiß den Daumen für die Hammerpizza.